Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, haben wir ein Thema, das uns wahrscheinlich demnächst alle betrifft, und zwar Bundesländer haben es ja bereits jetzt eingeführt, die sogenannte Maskenpflicht. Auch mehrere Städte haben das eingeführt und gar nicht mal so unerfolgreich. Aber bringt diese Maske eigentlich was? Oder vielleicht auch so eine selbstgebaute Maske, bringt die irgendetwas? Herr Spahn, die Maske ist verkehrt rum. Wenn ich sie nicht hätte. Dankeschön. Das ist eine gute Frage und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich den Aussagen unseres als Gesundheitsminister verkleideten Bankers nicht mehr vertraue, weil der sagt heute so, morgen so. Und deswegen habe ich mich hier mal bei anderen angeschaut, unter anderem bei der Universität Cambridge, die genau dies verglichen haben. Bringen solche Masken was? Bringen selbstgebaute Masken was? Und was ist der beste Stoff für selbstgebaute Masken? Ist es das Geschirrtuch? Ist es der Staubsaugerbeutel oder vielleicht das Zebra-Taschentuch? Was bringt es mir als Schutz? Bringt mir diesen Schutz? Und was bringt es anderen als Schutz vor mir? Und wenn dich das Thema interessiert, bleib einfach dran. Braucht eben 2000 Watt. Bevor wir uns jetzt aber auf die Masken stürzen, schauen wir uns mal wie sich eigentlich unsere Atemluft tatsächlich ausdehnt. Das denken nämlich viele nicht, weil viele denken, ja, ein paar Zentimeter und dann war's das ja von wegen. Und da schauen wir uns mal, oder gibt es ein Video dazu und das zeige ich euch jetzt. Also ihr habt es gesehen, so OP-Masken, richtig aufgesetzt, bringen also tatsächlich eine ganze Menge. War ich selber überrascht. OP-Masken schützen tatsächlich bis zu 96% vor Tröpfchen mit einem Mikron Größe. Also das, was aus unserer Atemluft rauskommt. Und das ist doch eine ganze Menge. Das heißt, die schützen nicht nur andere vor mir, wie es immer propagiert wird. Nein, die schützen auch mich. Nicht hundertprozentig, klar, aber zumindest bieten sie einen vernünftigen Schutz. Und jetzt schauen wir uns mal, wie es denn mit den selbstgebauten Masken ausschaut. Sind die vielleicht auch so gut? Oder kann man die eigentlich vergessen? Das schauen wir uns jetzt an. Viren oder fliegen ja selten alleine herum, sondern die haben meistens an die Tröpfchen hier zum Beispiel in der Atemluft gebunden. Und diese Tröpfchen haben 1 bis 10 Mikron, also die haben schon nicht so klein. Und der Cambridge University haben sie jetzt diesen Test gemacht, eben die professionellen Masken gegen die selbstgemachten Masken und haben das einfach mal so verglichen. Und dabei haben sie eben festgestellt, dass die OP-Masken reduzieren diese Partikel um 96,4%. 96,4% ist schon mal eine ganze Menge. Man muss ja immer bedenken, es muss mich eine gewisse Anzahl von Keimen, wenn ein Virus alleine mich trifft, das macht mir gar nichts. Wenn aber eine ganze Menge kommt, dann kann das mein Immunsystem nicht mehr verkraften. Und wenn ich die um 96% einschränken kann, dann ist das schon mal eine ganze Menge. Und als zweites haben sie eben als Gegenteil getestet, einfach so ein Baumwoll-T-Shirt. Was das bringt. Und tatsächlich auch das Baumwoll-T-Shirt hat immerhin nur 69% dieser Tröpfchen abgefangen. Also natürlich nicht so gut, aber immerhin war nur ein Schutz da um 69% geschützt. Jetzt kommen natürlich viele, die sagen, ja, es kann aber Virus allein fliegen und der ist ja viel, viel kleiner und das ist richtig. Die Coronaviren haben im Durchschnitt 0,125 Mikrometer, wie war das, zwischen 0,06 Mikrometer und 0,14 Mikrometer, aber im Durchschnitt 0,125. Und deswegen haben sie den gleichen Test mit Bakterien gemacht, die 0,02 Mikron haben. Also 5-mal kleiner als das durchschnittliche Coronavirus, um auch diesen Test zu machen.
Und tatsächlich hat diese OP-Maske noch 89% davon abgefangen. Und das Baumwollschwert immerhin nur 50%. Das bedeutet, es müssen doppelt so viele Viren auf mich zukommen, so viel schützt schon mein Baumwoll-T-Shirt. Das war jetzt mal, wie es mich schützt. Also diese Masken schützen mich auch. Nicht nur, wie immer gesagt, wenn ich schütze damit. Nein, nein, die schützen auch mich. Und wie ist es umgedreht? Und da haben sie eben auch geschaut. Und dann haben sie eben wieder zwischen 0,02 und 1 Mikron. Also wenn ich ausatme, wie die anderen geschützt werden. Und da schützt diese Maske zwischen eben die 0,02 und 1 Mikron. Also eigentlich schon kleiner, als es tatsächlich ist. Reduziert es immer nur die Ausatmenluft um 80%. Das habt ihr in dem Video vorher gesehen. Das Baumwoll-T-Shirt immerhin noch um 50%. Das heißt, ich reduziere meine Virenlast für die anderen, selbst mit einem Baumwoll-T-Shirt, das ich mir drüber mache, um 50%. Aber es gibt noch Materialien bei uns im Haushalt, die noch viel, viel besser sind als Baumwolle. Und die zeige ich euch jetzt. Also niederländische Forscher haben diese Forschung weitergesetzt und haben auch mal andere Sachen getestet. Nicht nur die professionellen Masken, sondern auch zum Beispiel so Staubsaugerbeutel etc. Und jetzt zeige ich euch die Ergebnisse, die ich gehabt habe. Zwar einmal mit der Größe 1 Mikron, also was unsere Tröpfchen aus dem Atem haben, wo eigentlich der normale Virus mit dran ist. Aber die haben es auch sogar mit diesen Bakterien mit 0,02 Mikron, die also sogar nochmal 5-mal kleiner sind. Also dass man auch sieht, auch wenn der Virus alleine unterwegs wäre, würde das was bringen. Bei der OP-Maske habe ich schon gesagt, 97% bei 1 Mikron, also schon ziemlich viel. Und immer nur 89% bei 0,02. Der HEPA-Filter, also der Staubsaugerbeutel hingegen, hat 95% bei 1 Mikron und immer noch 86% bei die zu kleinen Viren. Also irgendwo der Coronavirus alleine wird irgendwo da dazwischen sein, zwischen 86 und 95%. Und jetzt kommt mein persönlicher Liebling. Weil HEPA-Filter hat jetzt nicht jeder daheim, aber was jeder von uns daheim hat, ist das. Das Geschirrtuch. Das ganz übliche Haushaltsgeschirrtuch, das jeder hat. Das hat 83% bei 1 Mikron. Nur mal zum Vergleich, das Baumwollshirt hat 69%, das hatte 83%. Und ich zeige euch, wie man das dann noch verbessern kann. Und immerhin 73% bei den ganz kleinen Bakterien. Und so ging es dann weiter noch, der antibakterielle Kissenbezug hat nur 65 gehabt, der Kissenbezug ungefähr 62, der Leinen, bei Leinen waren es 60%, das Baumwollshirt in 69% und bei den Bakterien immer nur 51%, Seide 58% war noch schlechter und der normale Schal hat immer noch 62% abgefangen oder von den kleinen Bakterien 49%. Also doch eine ganze Menge. So, und jetzt haben wir noch eines gemacht, und zwar, ich kann ja dieses Geschirrtuch einfach falten, dann habe ich es doppelt und mir drüber machen. Und das haben sie eben einmal getestet und tatsächlicherweise sind sie draufgekommen, dass das 97% rausfängt, also genauso viel wie die professionelle Maske. Nur das hat jeder daheim, das kostet nichts, oder? Hat jeder in genügend daheim. Sollte jetzt vielleicht waschen, ich habe das erste getestet, da wäre fast umgefallen. Allerdings, klar, man schnauft sich etwas schwerer dadurch. Aber es ist nur zu machen, das ist nichts, wo ich sage, das habe ich 8 Stunden am Tag. Aber wenn ich meinen Einkauf mache, wenn ich vielleicht eine halbe Stunde mit dem Bus fahre, Geschirrtuch, ist wirklich hier von dem her am besten. Sie haben noch mehr Sachen getestet, die haben zum Beispiel auch das Baumwollshirt getestet. Und da war es tatsächlich so, dass das von 69% nur auf 71% hergegangen ist. Also es hat gar nicht mehr viel gebracht. Und der Kissenbezug von 61 auf 62%, also das hat so gut wie gar nichts gebracht. Das heißt für mich ganz klipp und klar von den Haushaltsmaterialien, wer natürlich so einen HEPA-Filter daheim hat, klar, atmet man halt ein bisschen schwerer. Und ansonsten, was halt jeder daheim hat, ist das Geschirrtuch. Und wenn ich dieses Geschirrtuch einfach hernehme, und ich falte das jetzt mal, ja, einfach so, mach's mal so rüber, schon habe ich meinen Schutz, habe null Aufwand und wie gesagt, habe einen relativ guten Virenschutz tatsächlicherweise. Und was das Coole ist, wenn ihr so in die Bank reingeht, hebt ihr wahrscheinlich viel mehr Geld ab, als ihr tatsächlich auf dem Konto habt.
muss man es positiv sehen. Genau. Für die Wissenschaftler tatsächlich, weiß ich, war das nicht der Testsieger, sondern es war der einfache Kissenbezug. Einfach aus dem Hintergrund, weil die gesagt haben, mit dem atme ich mich leichter. Und wenn ich mich leichter atme, dann setze ich sowas auch leichter auf. Hier muss ich schon ein bisschen durchziehen. Wie gesagt, wenn ich das den ganzen Tag auf habe, dafür ist es nicht geeignet. Vielleicht nur einfach, da geht es leichter. Da könnte man schon damit arbeiten. Aber wenn ich es doppelt nehmen will, dann ist der Testsieger für die der Kissenbezug gewesen oder eben das Baumwollshirt mit 69%. Jetzt habe ich auf YouTube auch schon Videos gesehen, die das aus dem Zebrapapier gemacht haben. Und auch hier wurde ein Test gemacht. Und dieser Test wurde mit 0,3 Mikron großen Partikeln gemacht. Also wesentlich kleiner als unsere Atemluft, aber größer als der Virus an sich. Nur hier hat man, wenn man das so drüber hat, obwohl man relativ schwer atmen kann, nur 23%. Und wenn man es doppelt nimmt, 33%. Also nicht so wirklich toll. Was man aber mit dem machen könnte, wäre zum Beispiel zwischen dem nochmal so eine Schicht von dem mit rein. Dann hat man halt nochmal eine Erhöhung von dem Ganzen. Und wichtig ist zu wissen, eine falsch getragene Maske, also die nicht wirklich so richtig dicht ist, die bringt euch halt viel, viel weniger als eine schlechte, die aber dafür gut sitzt. Wie zum Beispiel so eine, das ist jetzt eine professionelle selbstgemachte aus einer Trachtenschneiderei hier bei uns vor Ort. Das Material von der ist sogar FFP3 mäßig, also die wäre eigentlich richtig gut. Aber ich habe das Problem, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier oben ist die nicht ganz dicht. Und das heißt, die hat natürlich keine FFP3-Wirkung, weil es hier oben nicht sieht. Sonst wäre die überall schon dicht. Und da gibt es einen einfachen Trick, den ich euch empfehlen kann. Jeder kennt dieses Teil. Ich hoffe, man kann es sehen. Aus den Schnellhefter. Das mache ich mal gerade. Dann biege ich mir das hier in der Mitte nach meiner Nase zusammen. Und wenn ich das jetzt mit einnähe, also wenn ich das jetzt hier in die selbstgenähte Maske mit eingenäht hätte, dann hätte ich das Problem gelöst, weil dann ist es auch hier richtig schön dicht und damit hilft die Maske natürlich viel, viel mehr als ohne das. Also wie gesagt, sowas hat jeder irgendwo daheim in irgendeinem alten Schnellhefter, kann man die Teile rausnehmen, funktioniert echt gut. So Leute, ihr habt es also gesehen, es ist relativ einfach, weil ich denke mal Geschirrtuch, jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden, ein Geschirrtuch hat jeder daheim und wenn ich das einfach hergehe und sage, okay, ich nehme das einmal gefaltet rüber, zack, habe ich meiner Maskenpflicht Genüge getan, ich habe für mich selber einen Schutz gefunden, ich schütze damit andere, ich kann das Ganze natürlich hier noch mit diesem kleinen Teilchen verbessern, indem ich das hier unten noch in der Nase drin habe, dass das richtig sauber anliegt. Und wer im Übrigen solche in die professionellen Masken haben, weil ich finde schon genial, zack ran, an die Ohren, fertig, kann man jederzeit wieder runternehmen. Und die habe ich bei mir im Amazon-Shop drin. Und bitte passt da auf Amazon und auf andere aufs Lieferdatum. Ich versuche das regelmäßig zu machen, dass ich die kriege, die sogar im April noch liefern oder Anfang Mai. Aber es sind ganz viele da steht dann eine Lieferung ab 20. Mai bis 30. Juli oder sowas in die Richtung und unten im Kleingedruckten steht drin, Achtung, Lieferung kommt aus China und kann sich natürlich momentan verzögern. Also wirklich dann eher die schauen, die schnell liefern. Das sollte noch funktionieren, wer die gern hätte. Ich habe ja meine ja schon, glaube ich, im Januar, als das losging, habe ich mir nochmal 50 von denen zusätzlich bestellt. Und bevor jetzt jemand jammert, davon haben einige mittlerweile nicht mehr bei mir, sondern haben im Krankenhaus tätig, weil ich die der Miriam mitgegeben habe, zu dem Zeitpunkt, wo die relativ wenig hatten, haben die also da Masken von mir mitgenommen. Aktuell ist es kein Problem mehr bei uns, die Masken fürs Krankenhaus sind ausreichend da. Insofern bin ich hier natürlich mit der Profimaske immer am besten dran, es geht am schnellsten, einfachsten. Aber wie gesagt, wer sich gern selber welche macht, eben die, finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht, die Teile. Wie gesagt, die haben sogar aus der Trachtenschneiderei, also wahrscheinlich müsstest du für die eigentlich einen Haufen Geld zahlen. Habe ich gecheckt gekriegt. Gut, das war's wieder von mir. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Noch mehr über Abo, falls noch nicht passiert. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Chemie. Pfiat euch!